Hey Leute, das ist ganz Hyam, willkommen bei WTN Germany. Nadja Tiller zählt zu den bekanntesten deutschsprachigen Stars der 50er und 60er Jahre. Die Österreicherin hatte 1958 mit ihrer Hauptrolle in dem Film Das Mädchen Rosemarie ihren großen Durchbruch gefeiert. Daraufhin stand sie für zahlreiche weitere Filme vor der Kamera und wurde mit etlichen Preisen geehrt. Jetzt machte jedoch eine traurige Nachricht die Runde: Nadja ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Das bestätigte Nadjas Tochter Natascha Giller jetzt gegenüber Bild. Ihre geliebte Mutter sei in einer Seniorenresidenz im Norden Deutschlands verstorben. Meine Mutter starb heute Nacht im Augustinum in Hamburg. Sie schlief im Beisein eines Pflegers friedlich ein, erklärte die 64-Jährige. Natascha sei. Hey guys, this is Ghanshyam. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.